Jo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal InKev wieder mal mit einer Offline-Reaction. Und jetzt schauen wir uns das neue Video von Sascha zu Leroy an. Denn der Titel heißt, und das verspricht so einiges, Leroy will's nicht wissen zwischen Bildungsauftrag und billigem RTL-Content. Yo, Shots fired again gegen Leroy. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt dazu sagt. Eurem Girl Sascha ohne die Frisuren-Tipps, obwohl die Frisur letztes Mal echt gut angekommen ist. Deswegen für weitere Haartipps folgt mir gerne auf Instagram. Ob ich da wirklich Haartipps gebe, findet es heraus. Ja. Doch worum geht es im heutigen Video? Zwar habe ich schon vor einigen Monaten ein Video zu Leroys Kanal gemacht, dennoch habe ich über diese Monate nach dem Video Leroys Kanal weiterhin verfolgt und ich habe mich gefragt, was hat sich seit der Kritik geändert? Für euer Verständnis, warum gab es denn Kritik an Leroys Kanal? Wie diese Seite hier verrät, sehr dramatisierte Seite. Das klingt so, als wäre ich irgendwie... Jo, hey, sie sah gar nicht aus wie Sascha auf dem Bild, oder? Kanal. Wie diese... Alter! Das ist, jo, so sieht doch nicht Sascha aus, oder? Sie sieht ganz anders aus. Hä? Okay, ich war gerade verwirrt. Ich war gerade richtig verwirrt. Seite hier verrät. Sehr dramatisierte Seite. Das klingt so, als wäre ich irgendwie ausgerastet in dem Video und auch dieses Versus so. Niemand ist hier gegen irgendwen. Ich habe nichts gegen Leroy. Ich habe nichts gegen Funk. Ganz im Gegenteil, ich liebe Funk. Wahrscheinlich kommt es einfach besser an, wenn man da noch so ein Versus hinschreibt. Aber es ist nicht so dramatisch, Leute, okay? Die Kritik an Leroy wurde ausgelöst durch ein Video seinerseits, nämlich AfD-Politiker trifft Transfrauen. Also sorry, aber das war auch das selten dämlichste Video von Leroy auf dem Kanal. Ne, ey, ohne Witz, ich hasse nicht Leroy, ich finde ihn auch nicht schlecht, ich finde ihn per se jetzt nicht schlecht oder so. Dieses Format finde ich teilweise ein bisschen komisch, aber dieses Video ist echt der größte Müll gewesen. Ich frage mich, wie dieses Video immer noch online sein kann. Warum hat er das Video nicht offline gestellt? Warum ist das online geblieben? Ich check, das hat fast 2 Millionen Aufrufe und dieser AfD-Politiker labert halt nur Scheiße in diesem Video. Das ist wirklich insane. Frau, in diesem Video wurden sehr, sehr viele Aussagen als Fakten dargestellt. Es wurde kein Hintergrundcheck durchgeführt. Die Protagonistin Hannah wurde enorm von dem AfD-Politiker angefeindet. Und das brachte das Ganze so ein bisschen ins Rollen und stellte Leroy in die Kritik, weil man sich gefragt hat, wie konnte dieses Video so ausarten? Junge, selbst die Reaction von Rezo hat einfach 1 Million Aufrufe. Das ist aber nicht die einzige Kritik, die es an Leroy gab. Allgemein wurde Leroys Funktion in diesem Format hinterfragt. Denn das Prinzip des Formats ist eigentlich klar. Menschen mit bewegenden Geschichten sind hier das A und O. Je außergewöhnlicher, desto besser. Das ist nicht unbedingt Clickbait, aber es ist auffällig, wie sehr sich der Kanal in diese Richtung bewegt. Kennt ihr vielleicht exklusiv die Reportage, das läuft auf RTL 2, da wo die besten Reportagen laufen oder gelaufen wären. Das ist eine Reportage, die läuft immer sehr spät abends. Der Hintergrund sind meist außergewöhnliche Fetische. Meistens geht es immer in diese eine Richtung. Aber es ist alles immer sehr, sehr außergewöhnlich. Und das ist so ungefähr die Richtung, in die sich Leroys Kanal bewegt. Kurze Frage zwischendurch. Hat Kollega denn... Junge, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie Kollega. Ich schwöre, ich wollte es gerade sagen, das ist Kollega. Sendeplatz vom Wendler bekommen. Wie Funk selbst sagt, Leroy ist auf der Suche nach spannenden Menschen und spricht mit ihnen über deren Erfahrungen, Perspektiven, Realitäten und Schicksale. Nochmal an dieser Stelle, ich mag nicht Funk-Bashing, ich mag nicht, in welche Richtung das insgesamt läuft. Ich liebe, liebe, liebe Funk. Ich finde, sie haben so viele tolle Kanäle, die wirklich ihrem Bildungsauftrag gerecht werden, spannende Geschichten erzählen. Nur eben ist der Unterschied, dass das meistens eine Reportage ist, beinhaltet aber auch ein Interview, und zwar mit Experten. Und Leroys Kanal geht auch in die Richtung, hat aber keine Experten, sondern Leroys Kanal besteht nur aus Menschen, die ihre Erfahrungen berichten. Aber was sind das denn für Menschen? Ob sie im Knast gesessen haben, ob sie schuldig gesprochen wurden, ob sie vielleicht Menschen umgebracht haben, ob sie Menschen gemobbt haben, alles ist vertreten und bietet uns Zuschauern spannende Einblicke, ob es ein Einzelinterview ist oder eine Gegenüberstellung. Dennoch stellt man sich die Frage... Man muss aber sagen, die Einzelinterviews sehe ich gar nicht mal so kritisch, weil da hat er oftmals... Ja, dort hast du nicht zwei Fronten, die gegenseitig argumentieren und sich sozusagen teilweise ein bisschen lahmlegen wollen von den Argumenten her. Und Leroy müsste es moderieren. Bei den Einzelinterviews hast du ein normales Gespräch fast und jemand teilt halt seine Erfahrungen mit. Und bisher habe ich noch nicht so viele kritische Sachen bei den Einzelinterviews gesehen, eher halt wirklich bei diesen Das-Treffen. Und also seitdem es Das-Treffen gibt, seitdem gibt es so komische Videos auf dem Kanal, wo Kontroversen geschaffen werden, die einfach gar nicht existieren.
Also ich habe immer noch so im Kopf, dass so das Paradebeispiel, Unfallverursacher trifft Fahrschullehrer. Was hat ein Unfallverursacher mit dem Fahrschullehrer zu tun? Wo ist, also welchen Sinn würde dieses Gespräch ergeben? Das ist wie wenn du einen Unfallverursacher mit trifft ein Opa. So, das ist genauso unsinnig. Also es ergibt keinen Sinn, dieses Treffen zu veranstalten. Und hat weder einen Bildungsauftrag, noch hat es irgendwas. Es ist einfach dumm. Also es ist einfach unnötig. Und deswegen, ja, man merkt, Kontroversen müssen oder sollten geschaffen werden hier in diesem Format, egal wie banal und dumm sie sind. Ne, und in dem Fall ist es wirklich sehr, 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 sehr lost. Frage, sollte man jedem Menschen eine Plattform bieten? Muss man einem Verbrecher eine Plattform bieten, der die ganze Zeit beteuert, dass er unschuldig ist, während diverse Artikel, diverse Kommentare schreien, dieser Typ manipuliert, er verdreht Tatsachen, er rattert seine Geschichte runter und dieser Mensch ist gefährlich. Oha. Oh, das ist crazy, weil ich habe mir das Video angeguckt, fand es einleuchtend, was der Mann gesagt hat, aber wusste nicht diesen Hintergrund, dass es auch noch andere Sachen gibt mit, jo, der manipuliert sehr viel und so. Ne? Also das habe ich so nicht erfahren. Lieblingsbeispiel ist Sarah's Secret und zeigt, wie gefährlich es ist, nicht den Hintergrund von Leuten zu überprüfen, sondern ihnen blind zu vertrauen. Sollte man diese Art von Menschen auf junge Zuschauer loslassen? Denn das ist ja das, was Funk erreicht. 14- bis 29-Jährige. Besonders beliebt sind Fetische. Ob das jetzt Frauen sind, die sich als Kleinkinder ausgeben, Leute, die sich gerne als Hunde verkleiden, Dominas, sogenannte Bimbo-Dolls oder eben ein ganz, ganz verstörendes Video meiner Meinung nach ist, Menschen, die gerne intim werden mit Hunden. Diesen Beitrag gibt es mittlerweile nicht weder auf Leroy's Kanal noch in der CTF-Mediathek, sondern gibt es nur noch in Form von einer Reaktion. Das gleiche Konzept gibt es auch auf dem Y-Kollektiv-Kanal. Oh, Bro, das habe ich gesehen. Alter, also wirklich, da graut es mir ehrlich. Ich kann das nicht verstehen. Also das ist einfach nur erschreckend. Früher auch mal eben Funk gewesen, wo ein Mann mit einem Menschen spricht, der eben gerne mit Hunden intim wird. Die Reportage sage ich vorweg, vielleicht ist sie ein wenig verstörend. Der Moderator äußert seine Meinung, der Moderator holt einen Tierschützer dazu. Ich muss mal die Perspektive wechseln und das Gehörte hinterfragen. In Berlin bin ich mit Stefan Klipstein verabredet, einem Tierschützer. In Leroy's Video dagegen lag der Fokus darauf, dass diese Menschen so genau wie möglich beschreiben, wie und wann und wie sie es am liebsten mit dem Tier tun. Wo ja. Konntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich auch nicht. Also, wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal, ist er deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Nach eurem ersten Mal. Ja, wir sind hier, um uns skurrile Geschichten von skurrilen Menschen anzuhören. Aber ob ich mir das jetzt geben muss, zu hören, dass der Hund das ja selber will und er dir Signale gibt, ohne dass da irgendein Experte dabei steht und sagt, das ist komplett gelogen, das stimmt gar nicht, das ist hier die Frage. Wichtig ist aber, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen, weil das wird immer nur zu weiteren Klüften und weiteren Schwierigkeiten führen. Und da habt ihr heute einen wichtigen Schritt getan. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Und ich bleibe mit den beiden auf jeden Fall in Kontakt. Es ist einfach nur krank. Real Talk, es ist einfach nur krank. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mit solchen Leuten sprechen soll, wenn ich dieses Hintergrundwissen habe, was sie mit Tieren tun. Check ich nicht. Eröffnet die Tür für euch, dass wenn ihr weitere Fragen habt, ihr die gerne unten reinschreiben könnt und wir uns dann vielleicht nochmal sehen für einen zweiten Teil. Ja, wäre cool. Können wir schauen. Liegt an euch. Die Devise ist, je skurriler, desto besser, was ich auch in meinem letzten Video bemängelt habe. Uninformiert und Straftaten werden nicht als diese dargestellt. Beispielsweise eine 14-Jährige, die mit 13 schwanger geworden ist. Über Facebook hat die Polizei herausgefunden, dass ich schwanger bin. Was hat denn die Polizei mit deiner Schwangerschaft zu tun? Ja, das war, weil ich unter 14 war und er über 14. Und oh, ja, es gibt diese Regeln, ne? Unter 14 darfst du in Deutschland keinen Geschlechtsverkehr haben, unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Und du hast diese Regel gebrochen, oder ihr. Und trotzdem, dass er das wusste, hat er in diesem Video das genauso wenig angeprangert, sondern eine Infotafel musste das Ganze bestätigen, dass es nicht in Ordnung ist. Ein erstes Mal mit ja, so 13,5, kurz vor meinem 14. Geburtstag, mit einer deutlich älteren, also die war, ich müsste lügen, damals 24, glaube ich. Du warst 13? Ja, ja.
13, fast 14. Aber es hat mich doch geprägt. Das glaube ich mal. Aber ins Positive. Also du erzählst, dass du lächelst. Also ja. War das eine gute Erfahrung für dich? Es war eine bombastische Erfahrung. Also es kam auch hinterher kaum was an dieses Erlebnis ran. Okay, dann erzähl mir mal von diesem ersten Mal. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum Protagonisten so oft recycelt werden. Und diese Videos erinnern mich eher an eine seriöse Version von Teenie-Mütter. Jedoch, wie oft will man Minderjährige noch nach ihrer Schwangerschaft befragen? Eine Frau, die sich gerne als Kleinkind ausgibt, wird mit einer Therapeutin für den Geschlechtsverkehr zusammengesetzt, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie überhaupt begreift, was sie da macht. Welche Rolle spielt in diesem Little Space die Sexualität mit deinem Daddy? Bei uns spielt es gar keine Rolle. Ja, es ist gut angekommen. Ja, es hat viele Klicks bekommen. Es ist skurril. Dennoch frage ich mich, warum man immer wieder neue Videos zum selben Thema machen muss. Doch was bringt mich dazu, erneut ein Video zu machen, wo ich Leroys Moderation hinterfrage? Und zwar fand ich dieses Video hier extrem interessant. Eine Klimaaktivistin, welche nichts zu verlieren hat. Das Thema Klimaaktivismus ist sowieso in den letzten Monaten extrem präsent. Leute, die Kunstwerke besudeln, Menschen, die sich an der Straße festkleben. Und genau diese Art von Menschen hat Leroy zu sich ins Interview eingeladen. Und zwar eine Dame namens Tink. Und das Video ist vielen, unter anderem auch mir, ein bisschen übel aufgestoßen, weil dort... Ich muss an der Stelle sagen, ich habe davon nichts mitbekommen. Ne? Ich kenne das Video nicht. Mich hat es auch gar nicht interessiert und ich bin gespannt, was da jetzt die Kontroverse ist. Einige Aussagen getroffen wurden, die ein bisschen Panne waren. Also für mich war jetzt Lützerath sehr, sehr viel. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Also es war für uns wirklich sehr heftig. Also für mich... Ach doch, ich habe irgendwas mitbekommen mit der Polizei. Irgendwas war mit der Polizei. Persönlich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie im Krieg. Wir gegen die Polizei, die diesen Konzern schützt, der unsere Zukunft kaputt macht. Und die Polizei, die uns dafür wahnsinnig schlägt und total übel zurichtet und sogar auf Sanitäter losgeht. Ich würde es als Hardcore beschreiben. Es war schon viel. Okay. Also meine Familie und ich sind vom Krieg betroffen. Mein Onkel ist im Krieg. Ich würde schon sagen, es gibt einen relativ großen Unterschied. Das ist ganz persönlich meine Meinung. Ich persönlich finde nur den Vergleich nicht gut. Und mich würde interessieren, ob sie im Nachhinein immer noch dazu steht und ob man eine Demonstration damit vergleichen sollte. Leroys Reaktionen insgesamt auf das Video sind, kennt ihr dieses eine Video, wo ein junger Newcomer, sag ich mal, erklärt hat, wie eine Funkdoku gedreht wird und dass man eigentlich praktisch nur krass, krass, krass sagt? Wie muss ich mir das denn jetzt eigentlich vorstellen? Also auf was für ein Objekt fährst du denn so ab? Also ich persönlich, ich stehe halt irgendwie total auf Bücher. Krass. Naja, zum Beispiel so Comics. Krass. Sachbücher. Krass. Andere Bücher. Okay, das ist krass. Krass. Ja. Im weiteren Verlauf erklärt sie, dass es eben wichtig ist, auf das Thema Klimakrise aufmerksam zu machen. Beispielsweise durch das Festkleben an Autos. Nicht an Autos, an Straßen. An Autos. Tschüss! Unser Ziel ist es, noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu legen. Was passiert in den Fällen, wo Stau entsteht, wo Menschen Hilfe brauchen, aber eben nicht ins Krankenhaus kommen? Also tatsächlich für solche Fälle haben wir extra ein Kommunikationsteam und die laufen da auch sehr, sehr oft durch und reden mit den Leuten und fragen, okay, und wenn das halt eben wirklich zutrifft und die Leute uns das auch wirklich ehrlich sagen und uns jetzt nicht komplett nervig und asozial behandeln, dann lassen wir die schon auch durch. Denkst du im Ernst, dass Leute, wenn ein 3 Kilometer langer Stau ist, von 3 Kilometern zu euch kommen und sagen, Leute, guck mal, ganz wichtig, ne? Ich habe da wen in meinem Auto. Leute, bitte, 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 lass mich durch. Sagt ihr dann, alles klar, hier, Lösungsmittel, let's go, let's go, let's go. Was für ein Kommunikationsteam soll denn da sein? Und mal abgesehen davon, zusätzlich zu dem CO2, was sie eigentlich gemacht. Ja, zumal man dann auch sagen muss, ich glaube, dann wird es, wenn es dieses Team geben würde, dann würden ganz viele sagen, ich habe da einen Notfall, weil die keinen Bock auf diesen scheiß Stau haben. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass es da ein Kommunikationsteam gibt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es sowas gibt, aber die ganzen Autos abklappert, um zu fragen, jo, gibt es gerade einen Notfall oder ist irgendwas, glaube ich jetzt mal eher weniger. Ich denke eher, dass, wenn es einen Notfall gibt, die Leute einen Krankenwagen rufen oder direkt dorthin gehen und sagen, ey, wir müssen hier durch. Aber ich denke nicht, dass da ein Kommunikationsteam hingeht und fragt, hey, habt ihr einen Notfall? Wir sind da nämlich auch sehr besorgt, was das angeht. Und ja, weil vorne, da bekleben wir uns. Und ist alles ein bisschen schwierig. Acht hätten, kommt nochmal CO2, den sie im Stau in 2 Stunden verballert haben. Und niemand hat gewonnen. Niemand. Und das hat nichts mit aufmerksam auf die Sache zu tun. Welche Leute will man denn genau erreichen? Ja,
Ja, verstehe ich. Aber ihr habt ja den Stau produziert. Ja. Mhm. Krass. Okay, das ist krass. Was umso krasser ist, ist, dass sie sich in die Position stellt, über Menschenleben zu entscheiden. Das ist mit auch einer der Gründe, wieso ich mich da nicht festklebe. Klar, es ist dann eine Person, böse gesagt, aber es gibt halt dafür Millionen von Menschen, die auf der Welt wegen dem Klimawandel sterben. Und ob das jetzt eine Person in Deutschland ist oder 100 Leute irgendwo in einem Buschfeuer. Ja, ja, wenn jetzt die eigene Mutter sterben würde, oder irgendein enger Verwandter, der wirklich sehr nah zu ihr steht. Ich glaube, sie würde dann wahrscheinlich immer noch so reden, ne? Also sie redet so, wie als wäre so eine Person. Ja, es ist halt eine Person. Auf der ganzen Welt sterben da viel, viel mehr dann durch den Klimawandel. Also, aber wenn es jemand ist aus deinem Umfeld, ich glaube nicht, dass du so reden würdest, ne? Deswegen vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller und empathievoller rangehen an die ganze Sache. Ja, sterben oder so. Ist halt dann die Abwägungsfrage. Vielleicht kennen einige von euch das Trolley-Modell, wo an einem Gleis 5 Menschen arbeiten und am anderen Gleis nur ein Mensch. Und es kommt ein Zug angerast. Und man steht selbst an diesen Hebel und kann entscheiden, okay, opfer ich diesen einen Mensch, damit diese 5 Menschen leben, oder opfer ich 5 Menschen, damit ein Mensch leben kann. Das ist hochkomplex, lässt sich auch nicht einfach... Ich glaube, das hat mein Herr Anwalt, hat es mal... Das war zu seinen Anfangszeiten, da habe ich ihn noch gar nicht so richtig gekannt. Er hat das, glaube ich, mal erklärt und gesagt, wie das ausschaut oder wie da die Gedankenweisen so sind. Beantworten. Aber was ich halt persönlich krass finde, ist, dass sie nicht in der Position steht, das entscheiden zu dürfen. In diesem Punkt wird Leroy ein bisschen kritisch. Ja, ja, bei dem einen hast du halt aktiv eingegriffen. Ja. Und das Buschfeuer ist natürlich absolut eine Folge des Klimawandels. Und nichtsdestotrotz lässt sich das halt nicht irgendwie auf dein Handeln zurückführen oder das Handeln von irgendwem, der jetzt zwingend daran direkt die alleinige Schuld trägt. Aber Leute, schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Weil es gibt auf jeden Fall 2 Perspektiven und ja, ihr könnt sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Okay, das ist krass. Des Weiteren findet sie irgendwie Argumente, wo sie sagt, Leute fühlen sich angegriffen. Die wissen, sie müssen eigentlich was machen, sie machen aber nichts und deswegen fühlen sie sich davon angegriffen. Ich weiß, diese Menschen sind wahrscheinlich selber unzufrieden mit sich selbst. Oh Mann, die sind alle nur neidisch auf mein Aussehen, deswegen sind die alle so gemein zu mir. Nein, die Leute sind nicht sauer auf dich, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind oder weil sie irgendwie zu wenig machen und deswegen die Wut auf dich übertragen. Nein, die Leute sind wütend, weil sie nichts dafür können. Viele sind angewiesen auf Autos durch schlechte öffentliche Anbindung, die teilweise verspätet oder gar nicht oder dreimal am Tag kommen. Und Menschen zu verurteilen oder zu provozieren auf dem Nachhauseweg durchs Festkleben am Boden bringt niemandem was, außer noch mehr Wut auf Klimaaktivisten, was vollkommen die Sache verfehlt. Man kann Dinge verändern, man muss sie verändern und sogar Leroy hat eine Meinung, in diesem Punkt ist Leroy politisch und sagt, ja, wir haben nicht genug Maßnahmen. Aber es funktioniert nicht, indem du dich einfach an der Straße festklebst und sagst, Leute, guck mal her, Klima. Ja, das ist immer so eine Sache, was hat es... Das Ding ist, Proteste oder jetzt in diesem Fall, in diesem Klimawandel, die Demos, du musst Aufmerksamkeit generieren, darum geht es ja. Ich glaube, das ist bei jedem Aktivismus so, Hauptsache viel Aufmerksamkeit. Das macht die militante Veganerin, hat es ja auch eine Zeit lang sehr, sehr krass gemacht, um zu polarisieren. Ich glaube, das ist halt hier auch der Fall, dass es möglichst weit in den Medien vorangeht, auch mit diesen sich rankleben, vor irgendwelche Gemälde oder irgendwelche Gemälde kaputt machen und so. Ich kann das schon verstehen, weil es dadurch polarisiert und in die Medien schafft, weil wenn du das jetzt irgendwo in einem Waldgebiet machst, wo es niemanden stört, machst du es halt für niemanden. Deswegen kann ich schon verstehen, dass du was nutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In diesem Falle klebt man sich auf der Straße fest, aber es ist halt Abfuck für jeden anderen und ich glaube, ganz, ganz viele fühlen sich so getriggert, dass sie dann sagen, ey, auf so eine Scheiße habe ich gar keinen Bock. Ne? Mittlerweile weiß auch schon jeder über dieses Thema Bescheid, dass da was falsch läuft und dass das Klima wirklich am Arsch ist, man dringend was tun muss. Aber ja, irgendwie, es schürt auch so viel Hass bei vielen, dass ich weiß nicht, ob das wirklich der Sache jetzt noch gut tut, sich immer noch auf die Straße zu kleben und immer noch dafür so in der Art zu protestieren. Ich persönlich bin kein Experte, ich kann jetzt schlecht sagen, das ist richtig oder falsch, aber was man so mitbekommt, ist teilweise, finde ich, ein bisschen übertrieben an einigen Stellen. Und ich wäre auch abgefuckt, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub möchte oder so und dann kleben sich irgendwelche Leute fest und ich stehe im Stau und komme nicht voran. Also das ist ganz mies. Ich stelle vor, ihr habt einen Flug, habt schon diesen Flug gebucht und alles und dann könnt ihr nicht
fliegen, weil irgendjemand hat sich da festgeklebt und hat sich so gedacht, ey, ja, das Klima ist da wichtiger. Und ja, es ist halt für die einzelnen Personen immer sehr scheiße. Und das ist so das, was fehlt, die Perspektive für die anderen Menschen. Es gibt einmal die eine Situation, dass man zum Beispiel mit einer Demo irgendwo durchläuft und am Straßenrand gucken halt Menschen zu, die aber nicht zur Demo dazugehören. Ja. Und vielleicht kommen die gerade aus, sagen wir, die kommen gerade aus dem H&M mit ihren fetten Einkaufstüten rausgelaufen und dann schreien wir halt irgendwelche Sprüche, die halt ihnen bewusst machen, ah, das, was ich gerade gemacht habe, war eigentlich nicht so gut fürs Klima. Dann fühlen die sich wirklich automatisch richtig angegriffen davon und die fangen dann an, uns anzuschreien. Die kleinen Menschen mit kleinem Geld können nichts dafür. Sie sind angewiesen, Kleidung zu tragen und dann ist es eben günstige Kleidung. Nicht jeder kann sich Fair Fashion oder Baumwollkleidung leisten, weshalb man nicht jedem vorverurteilen sollte. Ich verurteile doch auch nicht, dass sie Vans anhat. Mit Sicherheit nicht ethisch hergestellt. Es wird hier nur auf eine aggressive Art und Weise auf jemanden eingeprescht, der gar nicht so viel dafür kann. Man muss fairerweise sagen, dass Leroy genau diese Perspektive hervorgebracht hat. Jedoch fehlte bei sehr vielen polarisierenden Aussagen eine kritische Einordnung. Insgesamt aus dieser ganzen Diskussion entnimmt man nicht viel. Und ja, ich verstehe, das ist das Konzept von der Sendung, aber wenn du solche polarisierenden Personen einlädst, musst du diese handeln können, musst du denen Fragen stellen können, muss das Ganze funktionieren. Und das funktioniert nicht mit nur Zuhören, auch wenn das Buch von Leroy das sagt. Formate wie 13 Fragen, also manche Folgen, nicht alle. Y-Kollektiv oder auch andere Formate, die im Interviewstil funktionieren, zeigen es auf, dass es notwendig ist, Experten einzuladen, Hintergrundinfos zu haben. Es ist nicht sinnvoll, immer nur Laien dabei zu haben. Vor allem, wenn es um komplizierte Themen geht. Kritisches Nachfragen, Einordnung der Fakten. Teilweise wird die Kritik nicht verstanden. Beispielsweise TJ. Seine Videos laufen immer so ab. Weiß ich nicht, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Aus eigener Erfahrung weiß ich das, aber ich werde das nicht aufrollen, weil es in diesem Video nicht um TJ geht. Jedoch ist er stellvertretend für die Kritik, weil manche der Meinung sind, hey, es ist Unterhaltung. Man, es ist halt random Unterhaltungskontent. Das ist, hat ja keinen riesigen Anspruch an Journalismus. Funk hat einen Bildungsauftrag. Funk wird von unseren Geldern bezahlt, weswegen die Leute einen Anspruch darauf haben, ihre Kritik abzugeben. Und es ist vollkommen in Ordnung. Die Kritik muss natürlich auch berechtigt sein. Weil wir sind nicht hier, um die ganze Zeit nur Funk zu bashen. Nochmal Funk. Leroy führt Faktenchecks durch. Leroy hat Infotafeln. Er bringt Extreme zusammen und setzt sie sich gegenüber. Und da kann man schon mal erwarten, dass manche Aussagen nicht einfach im Raum stehen bleiben, sondern hinterfragt werden. Und man hat das Gefühl, als ob sich Leroy nicht kritisch äußern will. Oder vielleicht kann er es auch nicht. Was hat sich also in den letzten Monaten getan? Hat die Kritik wirklich was gebracht? Hat sich was verändert? Die Devise ist immer noch, je skurriler, desto besser. Ja. Also ich glaube nicht, dass sich großartig was geändert hat. Kann aber auch daran liegen, dass die Videos schon so lange abgedreht sind, dass er das nicht hätte ändern können. Weil die Moderation fand halt zur damaligen Zeit nicht statt. Jetzt kam die Kritik und jetzt konnte es nicht mehr ändern, weil die Videos wurden halt schon aufgenommen und werden halt so nach und nach halt einfach hochgeladen. Ich weiß nicht, wann er die ganzen Videos aufgenommen hat. Wäre auch mal ganz spannend. Abhängige Extremtreffen aufeinander wie klein versus groß und Hauptsache irgendwas. Ja, wobei sowas wie klein versus groß würde ich gar nicht mal als so schlecht empfinden, weil die können über ihre Perspektiven erzählen. Jo, wie ist es, wenn du klein bist? Versus wie ist es, wenn du sehr groß bist? Wie sind da die Unterschiede oder wie leben? Das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich jetzt nicht so verkehrt, so ein Video zu machen. Aber es gibt halt so Sachen wie vorhin, was ich gemeint habe, mit diesem Unfallverursacher trifft Fahrschullehrer oder ein Priester trifft eine Frau, die damals von einem Priester, ne, irgendwas gemacht wurde. So, was hat der Priester denn damit zu tun, dass irgendein Kollege von ihm sowas getan hat, ne? Das sind so Sachen, die ergeben für mich gar keinen Sinn. Also da ist eine Kontroverse geschaffen worden, die... Es ist Quatsch, es ist Unfug, so ein Video zu machen. So Videos zu machen wie groß trifft klein oder jung trifft alt, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Also, weil da kannst du mal die Perspektive sehen, yo, wie ist es so als alter Mann oder wie redest du oder wie empfindest du? Ich meine, es ist jetzt nicht stellvertretend für jeden alten Mann, aber es ist mal interessant zu sehen, wie denkt so eine einzelne Person in dem Alter. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Auch eine junge Person. Das finde ich jetzt nicht verkehrt. Was mit... Also ich habe mir das angeguckt. Ich rede mal aus Erfahrung. Ich finde das nicht verkehrt. Sugar Daddies und eher Zeit für den Geschlechtsverkehr. Und verstehe mich nicht falsch. Außergewöhnliche Themen sind spannend. Sie können bereichernd sein. Sie können eine neue Perspektive bieten. Bei diesem Video zum Thema Sugar Daddies weist Leroy auf ein anderes Video hin. Zum Thema Zwangsprostitution. Was ich persönlich gut finde. Jedoch wird auch in den Kommentaren bemängelt, dass das Video kritischer sein könnte. Dennoch sehe ich die Verbesserung. Aber dennoch klingt der RTL-Charme nicht
nicht ab. Gerade hierbei merkt man, dass der Fokus hier, da... Hier war gerade auch... Ja, genau, das meinte ich mit diesem Triftpriester. Warte, nicht die Verbesserung. Moment. Warte noch. Hier, da wurde geschrieben, Touretter trifft Stotterer. Was hat ein Touretter mit einem Stotterer zu tun? Also das ergibt keinen Sinn. Ja, es ergibt jetzt nicht wirklich einen Sinn, das im Vergleich zu behandeln. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, Quatsch. Ne, so Teilknast trifft deutsche JVA, was weiter unten ist hier, noch eher nachvollziehbar. Da kannst du halt gewisse Sachen vergleichen. Aber ja, jetzt Krankheiten miteinander so zu vergleichen, weiß ich nicht. Noch klingt der RTL-Charme nicht ab. Gerade hierbei merkt man, dass der Fokus darauf liegt, mehr aus dem Opfer rauszuholen als nötig. Und das für ein, in Anführungszeichen, gutes Video. Und wenn man das Ganze eben nicht ändern will und keinen Moderator haben will, der Dinge auch mal hinterfragt, dann sollte man vielleicht die Themen ändern. Keine hochexplosiven Themen nehmen. Ich finde, das Ganze geht in Richtung RTL. Das ist nicht das, was ich mit Funk verbinde. Ich verbinde mit Funk außergewöhnliche Tabuthemen, die auch eingeordnet werden können und die wirklich spannend sind und kein RTL2-Content. Und natürlich ist das hier alles meine Meinung, es ist meine Perspektive und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, werden. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Können wir gerne. Alter, ohne Scheiß, so eine Love-Story zwischen ihr und TJ, das ist Wahnsinn. Gerne sagen, was ihr davon haltet in den Kommentaren und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Oder aber krass, dass die sich so nicht leiden können, ne? Ja gut, ich meine, durch die eine Aussage oder ein paar Aussagen, sehr wilde Nummer. Ja, aber an sich gutes Video, muss ich sagen, hat mir gefallen. Und checkt gerne das Video ab, lasst gerne ein Abo da auf dem Kanal, würde mich auch natürlich riesig freuen. Und ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen aus dem Urlaub, aus Österreich. Ich bin ab nächste Woche, ab Sonntag bin ich wieder da. Ab Sonntag bin ich wieder live und aus der Zentrale und dann gibt es auch wieder normale Reactions in Anführungszeichen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. So, jetzt muss ich hier wieder ausmachen. Tschüss.